Herzlich willkommen hier zurück am Konfi-Kanal zu Pokémon Let's Go Pikachu. Mit dabei wieder Daniel. Hier sieht man eine Ajo. Speicheraktion von mir aus dem Spiel. Wir müssen gleich sagen, das Problem hier an diesem Part ist, dass wir nicht wissen, inwieweit. Wir kombinieren den Part gerade nach, so wie schon Part 13. Yes. Das heißt, der Part wurde aufgenommen. Hier sieht man ein Nidoran, das habe ich gefangen. Und es ist unser neuer Nidoran mit 4x4 perfekten Werten. Und das wird unser neues altes Nidoran, das einfach scheiße war, also von den Werten her, ersetzen und wird wahrscheinlich auf lange Sicht wesentlich stärker werden als unser aktuell, also unser altes. Wir sind jetzt jedenfalls in Prismania City. Was auch immer wir hier in Prismania City machen, ich weiß nicht. Also wir gehen in den Shop hinein. Yes. Dann weißt du, was doch in diesem Part ging? Was wir in dem Part erlebt Boah, haben? ist schon eine Weile her. Wir fahren Ah ja, jedenfalls. stimmt. Genau. Oh. Holen wir uns hier oben, glaube ich, gerade ein Item ab, indem wir hier uns Tafelwasser, Sprudel oder Limonade, irgendwas kaufen. Ah ja, stimmt. Ich weiß, warum wir da, weil da steht ja dieses Mädchen da. Ja, aber das haben wir ja, haben wir das in dem Part. Ich glaube. Wir können in der Ja. Zukunft sehen, nein, wir geben hier nur Tafelwasser und bekommen für das Lichtschild. Aber ich glaube, den Rest geben wir gar nicht. Das holen wir uns drei, vier Parts später erst. Ja. Weil du kannst dir doch Sprudel und das andere auch geben, Limonade oder so. Und dann bekommst du alle Items. Yes. Das sind alles so Schutz-Items, was sie hergibt. Ja. Aber wolltest du dann noch dort wegen Donnerwetter gucken? Nee. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt was Donnerwelle, ja, Donnerwelle, das bekommt man in Azuria City, bekommt man die Donnerwelle. Aber ist wirklich so, ich weiß nicht, wo wir sind, also auf was wir genau hinaus wollten. Wird man gleich sehen. Den Part haben wir jetzt schon ein paar Tage, eigentlich schon fast Wochen aufgenommen. Sind schon eigentlich wesentlich weiter in der Story als vorangeschritten, als was man hier sieht. Ja gut, ne? Aber ja. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das, kombinieren wir natürlich auch sowas auch nach. Und dann ist halt dann sowas, dass man dann irgendwie Lücken hat im. Verständlicherweise. Ja gut, aber was hat man gekauft gehabt? Ah, Wasser auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall auch Heilungs-Items, so ein bisschen wie halt Trank und sowas, wie man vielleicht Ja, auch. die haben glaube ich so 100 KP gegeben. Das ist dann nicht so. Also, es gibt bessere Heilungs-Items. Aber es ist kein schlechtes. Logisch. Jedenfalls, nebenbei habe ich gesagt, über ein Pokéball Blass. Das ist gerade angegangen. Aber die Spielhalle. Ich glaube, wir gehen diesen Bereich. Wir gehen hier jetzt runter in den Keller der Spielhalle, wo ja Team Rockets Versteck ist. Ja. Ah, man kann nicht spielen, weil er keine Coins hat. Oh, eigentlich nicht. Das ist nicht das Problem, dass er, wieso man nicht spielen kann, sondern das Problem ist ganz klar. Das Problem heißt nicht die Coins, die das Problem sind. Das Problem ist immer noch. Wie ist das ganze? Das Aha, die. Jugendschutzgesetz von. Ja, logischerweise, ja. Glücksspiel und Kinder, keine gute Mischung. Auf jeden Fall hier nochmal die ganzen Bonbon. Mit diesen kann man eben Stats boosten. Und da unten, es gibt halt für spezielle Pokémon auch nochmal ein Bonbon, das macht dann mehr als einen einzigen Stat. Wenn man das schon mal erwähnt hatte. Ja. Das diese Special Bonbons kann man bekommt man, indem man bekommt man durchs Farming.
Also man bekommt sie nur, indem man viel farmt. Das ist Farmen, wie geht da? Man fängt ein Pokémon 10.000 Mal in Folge. Na gut. Aber ja, jedenfalls kannst du dann halt deine Pokémon auch ziemlich hoch boosten, weil wenn du da. Wie viel kannst du geben? 200? Weiß gar nicht mehr. Ja. Jedenfalls kannst du halt Stats damit sind enorme boosten und deswegen ist es gar nicht mehr so schlecht, die zu farmen. Ja, du kannst insgesamt einem Pokémon 200 diese Dinger geben. Ja, hier zum Beispiel Und jetzt hier. Wenn man Nidoran das hat, dem geben würde. glaube ich, er hat 10 dieser Bonbons in sich. Ja, aber der Unterschied ist zu dem hier, das hier sind halt seine vorgegebenen Stats, aber es gibt nochmal Stats, die es quasi lernen kann. Ja. Sozusagen. Du siehst ja schon, hier leicht am Rand herauskristallisiert, siehst du ganz leichte Stat-Veränderungen, wie du siehst. Das Weiße am Rand. Naja. Das sind minimale Boosts, die dieses Pokémon bekommen hat. Ja, eben, aber der Unterschied ist halt das und die anderen Stats, die man boosten kann. Das sind halt quasi die Hauptsachen, die halt nicht veränderbar sind, das hier. Ja. Das kommt durchs Fangen oder sonstiges. Da gibt es ein paar Methoden. Ja, Jedenfalls das. dieses Weiß, was du siehst, ist. Oh Gott, ich habe natürlich wieder einen Fehler gemacht und. Egal. Wir haben natürlich ganz vergessen, bei der Aufnahme wieder mal das Spiel zu muten. Das heißt, wir nehmen den Spielton auch wieder mit auf. Damit. Ja. Egal. Ist auch egal. Dann ersetzen wir halt den Ton. Es ist jetzt nicht mehr viel passiert mir. Wir haben wahrscheinlich jetzt gerade irgendwas gelabert, wahrscheinlich da, wie die Ja, Stats das geht genau sind. um die Stats da, deswegen habe ich es gerade nochmal erwähnt, weil Okay. sonst das wäre wahrscheinlich der Grund, warum das hier angezeigt wurde. Ja. Deswegen, somit kannst du rein das hier zu einem Über-Pokémon machen mit diesen Bonbons halt in der Theorie. Da geht halt dann absolut gar nichts mehr. Ich habe ja, glaube ich, auf meinem Privataccount ein Hornliu mit perfekten Stats und mit diesem Stat-Boost. Das ist halt ein perfektes Hornliu. Ja. Beziehungsweise schon Bibor. Ja, und Das. wenn du da halt deinen technischen Standard die Bonbons gibst. Ja, wenn Ui. du die Bonbon gibst, das hat schon die Bonbons. Das heißt, dieses Bibor kann auf Level 5, dieses Bibor kann auf Level 10 gefühlt alles zerstören. Alter, was haben wir. Was für eine Detailerklärung zu den Stats hast du eigentlich gegeben, ey? Da mal. Dass du so lange auf diesem Pokémon rumhockst. Ich weiß auch nicht. Ich habe gehört, die Musik läuft noch im Hintergrund, die hast du glaube ich auch, oder? Ja. Das heißt, wir reden noch da. Ja, wir wollten wahrscheinlich sagen, dass Nidorino, also so als Info, unser altes Nidorino ist, haben wir jetzt zum Professor geschickt, der kümmert sich jetzt brav darum. Also, er füttert es mit anderen Pokémon. Ah, es geht weiter. Jo. Wir haben es so lange aufgenommen, wir wissen halt nicht mehr, was passiert ist. Na, ist grob kann man sich's andere denken, aber sonst so, Oh, ja. es geht nochmal weiter wie Bonbons. Ja, das sieht man zum Beispiel, ich habe hier 802 Stärke vom Boss. Da kann man zum Beispiel sagen, dass Bonbon-mäßig sind wir eingeschränkt. Ja, aber nur mal hier so ein Stärkebonbon. Wem gibst du es? Bisaflor? Nee. Wird er gleich sehen, was sich das zu den anderen Stats unterscheiden. Quasi die Base-Stats und die Level waren. Hier, er hat einen Stärkebonbon gegeben, jetzt geht sein Angriff 1 hoch. Und so kannst du das halt bis in alle Ewigkeiten hochziehen. Nicht ganz 200 Bonbons kann ein Pokémon fressen. Ja, aber trotzdem, mit den Base-Stats, die es hat, kannst du da quasi nochmal so einen kleinen Push geben. Das heißt, du kannst ihn. Das Beste ist, du gibst ihm spezifisch, also Bisasam-Bonbons, Pikachu-Pikachu-Bonbons und so Ja, weiter. klar. Das sind halt, weil die boosten halt am besten. Ja, logischerweise halt, ja. Das wäre das Ziel dahinter. Wenn du wirklich leveln willst, gescheit,
oder ein gescheites Pokémon haben willst, musst du es, solltest du, musst du nicht, aber solltest du das Ganze halt Ja, klar. so machen, aber ja. Und da eben die spezifischen. Aber jetzt gehen wir endlich nach 10 Minuten rein in das Rocket-Geheimversteck. Das natürlich unterirdisch ist, unter der Spielhalle. Und das erste Rocket Rüpel, der uns herausfordert. Yes. Oder den wir herausfordern. Wie man das nimmt. Ein Golbat, juhu. Dann geht unser Rido Rino. Ja, was machst du? Doppelkick? Nee. Ich habe eine normale Handattacke. Da wir unsere Pokémon hier nicht so arg gepusht haben, wie es an sich gehen könnte, ist es noch halbwegs normal. Ist es noch ein ausgeglichener Kampf, aber wenn wir es halt wirklich extrem pushen würden, ja, dann wird der Kampf ganz anders schon auch schon. Yes, und das war's. Ja. Na gut, ne? Und da liegt was, es ist Hyperball. In Nett. Hyperball, ja. Das war unser einer der ersten Hyperbälle, die wir bekommen haben. Also ich glaube, wir haben schon Hyperball bekommen, aber das ist einer, trotzdem noch einer der ersten. Yes. Ach ja, ich bin der Spion hier. Was macht ein Kind an so einem gefährlichen Ort? Will Rocket besiegen? Natürlich nur umsehen. Klar. Ich habe das so schnell gelesen, dass ich das mit Spion ganz überlesen habe in dem Moment. Da habe ich mich gefragt, hey, was drücke ich da? Aber egal, was man drückt, glaube ich, man Du bekommt bist nicht besser halt. als Kind. Als Andenken kriegst du ein kleines Geschenk. Und das Rocket Set erhalten. Juhu. Damit können wir halt. Wenn du das trägst, siehst du aus wie ein Team Rocket. Bei deiner Größe merkt man nicht sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Damit sind wir nicht unsichtbar, aber gut versteckt. Ey. Diese Brille, Alter. Er ist der Boss. Er ist. Ja, das formelle Set. Ich glaube, jetzt haben wir es gerade abgeändert. Jedenfalls, Pikachu ist ein Team Rocket-Mitglied. Ja. Geil. Also etwas, was Team Rocket im Anime seit Jahrtausenden probiert. Ja. Schaffen wir in ein paar Sekunden. Aber ja, wir sind jetzt ernsthaft Rocket-Mitglied. Aber nein, wir sind kein Team Rocket-Mitglied. Wir sind nur, Wenn jemand verrät, dass ich ein Spion bin, dann setzt was. wir sind ein Rocket-Mitglied, das sich getarnt hat. Wir sind jetzt Yes. vorbeigelaufen und das uns sieht. Auch jetzt super. Ja, das ist halt. So gehört sich das. Das ist ein männlicher Rüpel. Ei. Ich werde immer lust, dass sie den Rocket-Mitgliedern den normalen Handlangern immer nur so was wie gibt Rüpel. Na gut, ne, warum Team nicht? Aqua Rüpel, Team Magma Rüpel, Team Galaxis Rüpel, weil die ganzen heißt, es sind immer nur Rüpel gewesen. Naja. Aber alle anderen Trainer, alle Exorzisten und so weiter haben Namen gehabt, aber nein, nicht der. Na, da ist Das. es wurscht. Ich glaube nämlich darum, weil das halt eine Verbrecherorganisation ist und man halt denen nicht den Namen geben will, damit man nicht mit der Organisation in Kontakt gebracht werden kann. Falls es für irgendwen auf der Welt Sinn macht. Wahrscheinlich.
Ja gut, ne, das dürfte jetzt eigentlich... Ja, relativ einfach gehen. Vielleicht ist es Smog on Down. Wir müssen sagen, wir sind jetzt nicht mehr so enthusiastisch dabei bei dem ganzen Kampf, weil... Ja, das ist auch schon ewig her. Und wenn irgendwas ewig her ist, ja. Nachkommentieren, wissen wir halt auch nicht mehr genau, was passiert. Jetzt können wir nur sehen, was Ding ist. Oh, ein mächtiges Ratzfratz. Stark. Das macht dich jetzt fertig. Angst einlegt. Guck, zack. Das kann uns sogar wirklich fertig machen. Unterschätze niemals die Bauern eines Ratzfratzes. Mhm. Weil Ratzfratz ist King. Ja. Und Ratzfratz ciao. King, Ratzfratz ist live. Alles blöd auch im Pokémon-Spiel mal nur mit Ratzfratz. Ja, genau. Also Ratzfatz bzw. Radikal ist auch eines der Pokémon, das mich nie wirklich angesprochen hat. Ja, indeed. Es ist halt irgendwie nur so eine... Es ist an sich einfach nur eine Ratte. Ja. Ah? Da kann man noch nicht hin, das ist nämlich von der anderen Seite kann man da hin. Jetzt den Keller runter. Natürlich, man kann halt sagen, zum Spiel, es ist wirklich schön worden, das ganze Spiel. Yes. Und der nächste Part, den ich spielen werde, das ist nicht der Part, der als nach dem kommt, werde ich das erste Mal meinen Pokéball Plus nutzen. Juhu. Um zu spielen. Das war ein bisschen frickelig. Das ganze verkauft. Glaube ich. Ja, schauen wir mal, wie es dann ist. Oh. Guck mal. Ein Hypno. Hypno. Es dürfte aber eigentlich jetzt machbar sein. Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Ist Psycho. Hätten wir jetzt, dass wir ein bisschen so weiter haben, würde das ja eigentlich immensen Schaden anrichten, weil es ja effektiv ist. Yes. Aber da schlafen wir ein. Super. Schlafen, beste Attacke. Schlaf ist wichtig, ich schlafe viel zu wenig. Ja, gut, ne? Passiert. Fukado. Schneller, ne? Naja. Knirscher? Das reicht. Ich glaube... Ah, 30. Immerhin schon mal. Und das war es. Jo. Gut, hast du Heiler? Ja, ob ich einen Heiler habe, das werden wir gleich sehen. Mini-Pilz, ne. Wir hätten ja, glaube ich, noch das Tafelwasser. Ja, stimmt. Ja, Hyperheiler. Ja, stimmt. Hyperheiler natürlich um die Statusveränderung. Der hat fast für sich nicht springen. Und ja, dazu ist dieses schwere, unmögliche Rätsel mit diesen. Mit diesen. Ja, es gab es auch eine andere Form nochmal. Aber das war. Ist bekannt aus dieser. Aus der Reihe hier. Von dir gewesen, dass es hier dieses Rätsel gab. Ein Nagel. Ein Nugget oder was ist das? Ja, ein Nugget. Oh, das hättest du gebraucht. Naja. Was war da nochmal? Aufwecker. Ja. Ich glaube, das haben wir gleich erwähnt. Und jetzt kommt der Aufwecker, dachten wir so. Yay, really. Na.
Pets und noch mehr Pets. Mal gucken, wie du brauchst. Ja. Na, überlegen oder nachgucken? Was soll man nachgucken? Weiß, ich wusste ja nicht mal, wo es hingeht. Ne? Nach unten. Aber natürlich schauen genau, wo man hingeht, damit man nicht im Let's Play einen Fehler macht. Ja. Ja, dann kommt man halt wirklich, schaut das wirklich blöd aus. Ah, das müsste nicht sein. Nein, aber da hinten ist noch eine Item gewesen, darum sind wir hingefahren. Ah. Ja gut, nicht verkehrt. Ja, gut. Vielleicht sind wir am Ziel unserer Ziele. Ein Aufzug, na doch nicht. Ohne den Schlüssel scheint es hier nichts zu gehen. Dann gucken wir mal, ob der den Schlüssel hat. Ein Tyrannosaurus setzt ein Voltorball ein. Ein Elektro-Pokémon. Voltorballe. Jo, mit Wasser. Hm? Oh. Natürlich sind wir hier im, eigentlich im krassen Nachteil, weil er hat einen Typenvorteil. Macht aber zu genug Damage. Na also. Da liegt ein Ball mit dem Trank. Na gut. Der Rüpel hat auch so mehr oder weniger Interesse. Ich glaube, ich weiß, wie lang der Part ging. Ja. Oh, guck ich glaub, mal. Ich glaube, bis wir zum entscheidenden Teil der des Rockrap-Gutes kommen. Ja, möglich. Siedewasser, ja, das macht auch genug. Jetzt sind wir paralysiert durch diesen Blick von Rettern. Ja. Okay, noch mehr. Schadenseffekte, aber egal, reicht trotzdem. Und die Weiterentwicklung. Auch noch da. Was nimmst du? Vulcano. Joa? Nee, doch nicht. Unser allseits liebtes Pokémon Pikachu, das Zentupi ist. Jo. Und bam. Ja, easy. Dragosso? Gosso. Ach stimmt, aber irgendwann war man ja hier. Sie haben ja Dragosso entführt. Ja, genau, ich erinnere mich.
Gehst in die letzte Etage runter. Jetzt sind wir eigentlich auch schon durch. Ja. Mal wieder die erste Stelle läuft. So. Schick. Ein Belieber. Oder was ja. Und der nächste Rübel. Ist halt. Späterhin in anderen Spielen sind diese Headquarters alle viel größer, aber er ist auch nicht klein, dieses Headquarter, ja. Jo, das ist wahr. Donner, Donner, Blitz. Ja, RIP. Gibt's auch einen Pokéball? Finster, oder? Auch nicht schlecht. Jo. Und ein Mega Block. X Tempo. Und Sonderbonbons. Sonderbonbons sind auch so Dinge, die man eigentlich nicht wirklich nutzt. Obwohl, in dem Spiel könntest du es sogar nutzen, weil Sonderbonbons nicht wirklich deine Pokémon, weil sie nicht jetzt stat-relevant sind. Aber stärkt halt Level, ne? Ja, kommst halt ein Level hoch. Jo. Ja. Bist du wieder in den ganzen Müll. Ach, guck mal. Es wäre besser, irgendwas. Und wieder diese super Pokémon. Ja, das Problem ist, die Trainer in dieser Gen haben nicht wirklich eine Auswahl an Pokémon. Ja, das stimmt. Du hast halt deine, also, du kannst nichts gleich zu starkes bringen, sonst bist du zu dem Zeitpunkt schon, sind die schon zu dem Zeitpunkt zu stark, also darum sieht man hier Dings. Natürlich sind wir schon 10-mal so stark wie die. Ja, klar. Stimmt schon, ja. Und bäh. Oh, mit der Attacke macht man es halt einfach weg. Jo. Da ist der Typ dann auch egal. Jo. Und der hat auch nicht einen Schlüssel. Der ist ein Schlüsselmeister. Aber gut, steht aus, werden wir durch jetzt, ne? Ja, das scheint es gerade zu sein. Darum verabschieden wir uns schon, weil ich sehe, der Part neigt sich dem Ende zu. Jo. Nämlich jetzt gleich dann. Ciao. Ja, wir sehen.